Grab a bag. Guck mal, witzig. Hier kannst du dir einen Beutel nehmen. Handschuhe sogar, neue Handschuhe. Neu gepackt noch. Dann kannst du den Müll sammeln. Das ist cool. Was war das? Wurde vielleicht auch so rausgebrochen oder so. Kleiner Wagen vielleicht. Die Leute haben hier so Sachen eingeritzt. So, hier weiter Vögel auf der Klippe und dann der Stein, der da hinten abbricht. Sieht schon cool aus, ey. Denn es ist traurig, weil ich ihnen nicht erlaube, ins Wasser zu gehen. Ja, Anna meint, es ist gefährlich. Ja, wir kennen das Wasser hier nicht und gucken dir die Wellen an. Das ist schon echt arg windig. Muss nicht sein. Guck mal, die bauen was. Ja. Diese Schiffe hier mit den Dings, der schon komplett am Rosten ist, Alter. Sind sie denn hier? Auch spannend, mal zu sehen, wie die wieder reinziehen, ne? Wir sind hier bei Toro Strand. Hier sind so Boote, die werden quasi mit, ja, Paint, man hier, ans Land gezogen, weil das wohl hier so ist, dass das so, was auch immer für Gegebenheiten sind, dass man hier keinen Hafen hinbauen kann. Also haben die denen sich überlegt, gut, scheißegal, wir verstecken einfach unsere Boote unten drunter, so krass, dass man die einfach hier und da über den Strand ziehen kann. Und man kann das auch beobachten, ich glaube, man muss aber dann recht früh kommen, weil die nachts angeln und morgens erst kommen oder so? Ich weiß nicht. Also ich habe gelesen, wenn man sehen will, wie die ins Wasser zurückgezogen werden, ja, muss man um 2 Uhr nachts hierher kommen. Ja. Das war das eine, was da lag, glaube ich, ne? Mhm. Das haben wir gut. Scholle sind die mit roten Punkten. Vom Boot ging es nicht, aber hier im Laden bekommt man Schollenfilet. Da haben wir uns jetzt ein bisschen was geholt. Und dann fahren wir los und gucken mal, was wir damit heute kochen. Wir waren jetzt hier in diesem Angelshop, der heißt Krags Fiskerie Artikel. in der Nähe von Aggersund. Auch ein netter Typ. Fragt den mal ruhig, wo man so angeln kann. Der hat uns ein paar, ich weiß nicht, wie diese Würmer heißen, die sehen so aus wie riesige Raupen, verkauft und ein bisschen erzählt, wo man gut angeln kann. Da gucke ich mal, ob ich da vielleicht heute Abend mal angeln gehe dann. Und vielleicht fangen wir auch noch mal was. Aber jetzt bringen wir erstmal den Kram in den Kühlschrank, oder?